Hallo Leute! Oh Mann, ist das kalt, ey. Und ich sehe euch gar nicht richtig. Warte mal, ich kratze das weg. So, hab's fast. So. Oh Leute, ich friere so richtig doll. Und ich sag euch was, heute wird's noch viel, viel eisiger. Weil heute dreht sich alles um Kälte. Übrigens auch um die Kälte, die man essen kann. Ich esse ja für mein Leben gern Eis. Könnte ich ein Eis haben? Doch nicht so eins. Naja. Ich liebe es ja, wenn es draußen so richtig kalt ist. Denn dann geht vieles, das im Sommer nicht geht. Ups. Einer der kältesten bewohnten Orte der Welt ist der Ort Oymyakon im Norden Russlands. Dort wurden schon Temperaturen gemessen, kälter als minus 70 Grad Celsius. Krass, ne? Ist ja klar, dass sich die Leute dort richtig warm einpacken müssen. Kälte lässt uns aber nicht nur frieren, sie formt auch unseren Planeten. Dank der durchgehend frostigen Temperaturen während der Eiszeiten entstanden solche kilometerlangen Gletscher oder riesige Eisberge, ganz im Norden und Süden unserer Erde. Ich finde heute raus, wie künstliche Kälte entsteht und erfinde sogar mein eigenes Checker-Eis. Außerdem treffe ich Friederike. Sie hat sogar schon in der eisigen Arktis geforscht. Mit ihr checke ich, warum es eigentlich im Winter kälter ist als im Sommer. Und ich will wissen, wie die Kälte auf unseren Körper wirkt. Dafür treffe ich Eisschwimmerin Ines und ich soll sogar selber im Eiswasser baden. Ob ich mich das traue? Mal gucken. Also, zieht euch warm an. Hier kommt der Kältecheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Was passiert beim Schockfrosten? Warum ist es in der Höhe kalt? Und wie reagiert unser Körper auf Kälte? Das check ich für euch. Ich fange heute mit der Kälte an, die mir am allermeisten Spaß macht. Mit Eis aus der Eisdiele. Dafür bin ich jetzt mit Lisa verabredet. Und ich finde, Lisa hat den coolsten Job der Welt. Sie ist nämlich Eismacherin. Und das Allerbeste ist, ich darf heute jetzt gleich mein eigenes Checker-Eis erfinden. In ihrer Eisdiele in Gauting bei München zeigt mir Lisa, wie das funktioniert. Ich bin gespannt. Hallo Lisa. Hallo, grüß dich. Guten Tag. Guten Tag, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, ich freue mich richtig tatsächlich. Ich liebe Eis. Das passt gut, ich habe welches davon. Lass ich dich gleich mal probieren. Oh ja, das finde ich sehr gut. Ah, ich muss raten? Aha. Ja, das finde ich gut, wenn wir jetzt hier einfach so alles mal durchprobieren. Mal schauen, ob du weißt, was dieses ist. Schmeckt irgendwie nussig. Mhm. Ich tippe auf Haselnuss. Nein, da hatte ich jetzt dein Auge verwirrt. Normalerweise ist das ein grünes Eis. Dann ist es Pistazie. Richtig. Ah. Und wieso ist es bei dir nicht grün? Weil wir das Eis nicht färben. Ganz oft ist das Pistazieneis grün, weil das gefärbt wird, zum Beispiel mit Brennnesselextrakt oder einfach Farbstoff. Sehr lecker. Ja, weißt du, was cool wäre, Lisa, wenn wir jetzt ein eigenes neues Eis erfinden, ein Checker-Eis? Na klar, gerne. So Leute, wir haben uns umgezogen. Und man hört's auch, wir sind in der Produktion jetzt. Genau. Willst du wissen, was ich mir überlegt habe, welche Eissorte wir herstellen? Erzähl mal. Einfach aus meiner Lieblingssüßigkeit, darf ich mal? Machen wir ein Eis. Weißt du, aus diesen sauren Fritten, diesen sauren Pommes. Willst du eine? Unbedingt. Na, würde ich sagen, dann legen wir mal los. Unser Eisrezept besteht aus verschiedenen Zuckersorten und, wie ganz viele Eissorten, aus Milch. Weil wir gleich richtig viel davon brauchen, hat Lisa gestern schon mal mehrere Liter für uns vorbereitet. Unsere 4 Grad kalte Flüssigkeit kommt dann in die Eismaschine. Die erzeugt im Inneren künstliche Kälte und verwandelt so die Flüssigkeit in minus 15 Grad kaltes Eis. So. Wow, da kommt Eis raus! Und jetzt schnell die Fritten dazu. Das wird das beste Eis der Welt! Also nochmal, das schnelle Runterkühlen ist nur mit künstlicher Kälte möglich. Unser Kühlschrank zu Hause funktioniert übrigens ganz ähnlich. Wie genau die künstliche Kühlschrankkälte entsteht und wie die Menschen früher ihre Lebensmittel gekühlt haben, das gucken wir uns jetzt an. Schon die Steinzeitmenschen wussten, dass sie mit Kälte ihre Lebensmittel länger haltbar machen können. Dafür haben sie einfach im Winter riesige Eisblöcke in ihre Höhlen geschleppt. Und lange Zeit war Eis wirklich die einzige Möglichkeit, Lebensmittel zu kühlen. Klar, nur dass das Eis irgendwann nicht mehr in Höhlen gelagert wurde, sondern zum Beispiel in Kellern von Häusern. Trotzdem, super aufwendig. Erst als vor ungefähr 150 Jahren er hier, Karl von Linde, den Kühlschrank erfunden hat,
war es vorbei mit der Eisblockschlepperei. Und wie so ein Kühlschrank genau funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Dafür muss man erstmal eins checken. Wasser hier kann drei Zustände haben. Einmal flüssig, klar, dann ist es Wasser. Fest, dann ist es Eis. Oder gasförmig, also dampfig. Seht ihr hier. Wenn jetzt Wasser den Zustand von flüssig nach gasförmig, also dampfig, wechselt, dann entzieht genau dieser Vorgang der Umgebung Wärme. Das heißt, die Umgebung kühlt ab. So, bei so einem Kühlschrank wie dem hier gibt es auch eine Flüssigkeit. Aber kein Wasser, sondern eine spezielle Kühlflüssigkeit. Das Besondere, die verändert schon bei niedrigen Temperaturen ihren Zustand von flüssig zu gasförmig. Das heißt, diese Flüssigkeit verdampft schon bei Zimmertemperatur. Wasser tut das erst bei 100 Grad Celsius. Aber wie wird jetzt dadurch der Kühlschrank innen kalt? Guckt mal. Die Kühlflüssigkeit ist bei einem Kühlschrank in Rohren. Die schlängeln sich außen an der Rückwand entlang, gehen von dort in die Rückwand des Kühlschranks und kommen unten wieder raus. Das Ganze ist ein geschlossener Kreislauf. Wir wissen, die Kühlflüssigkeit, die ja hier in den Rohren ist, will schon bei Zimmertemperatur ihren Zustand von flüssig zu gasförmig wechseln. Das heißt, die Flüssigkeit in den Rohren will von ganz allein ständig verdampfen. Also nochmal, ihren Zustand wechseln von flüssig zu gasförmig. Und immer wenn das passiert, dann entzieht dieser Vorgang der Umgebung Wärme. Das heißt, die Umgebung kühlt ab. Dieser Verdampf- und Abkühlvorgang passiert in den Rohren, die in der Rückwand, also im Inneren des Kühlschranks sind. So wird dem Inneren des Kühlschranks die Wärme entzogen und es kühlt ab. Der Kompressor hier unten sorgt dafür, dass das Abkühlen nicht aufhört. Der hält den Kreislauf in Gang und verwandelt hier außen den Dampf wieder zurück in eine Flüssigkeit. Dabei passiert das Umgekehrte wie im Kühlschrank. Aus Dampf wird wieder Flüssigkeit und dabei wird der Umgebung nicht die Wärme entzogen, sondern Wärme an die Umgebung abgegeben. Deshalb werden die Rohre hier hinten auch ganz schön warm. Ja, und dann geht's wieder von vorne los. So, jetzt will ich aber wissen, wie mein Eis schmeckt. Vielleicht haben wir eine neue Sorte erfunden. Vielleicht. Man muss schon auf jeden Fall ganz schön doll Fan von den Gummibärchen sein. Ja. Aber dann... Dann ist lecker. Das Eis füllen wir jetzt in einen Behälter für die Verkaufstheke. Damit es länger haltbar und cremig bleibt, kommt es dann in den Schockfroster. Dort wird es von minus 15 Grad blitzschnell auf minus 25 Grad runtergekühlt. Und darum geht's auch in meiner ersten Checker-Frage. Was passiert beim Schockfrosten? Was ist der Unterschied zwischen Eis einfach ins Tiefkühlfach tun und hier bei dir profimäßig in den Schockfroster? Wenn du zu Hause Eis machst, dann hast du in deinen Eisen Zellen. In dem Fall reden wir mal dem Beispiel von Fruchtzellen. Wenn wir etwas gefrieren, dann gefrieren wir das Wasser in den Zellen. Dann bilden sich Eiskristalle in und um den Zellen herum. In dem Fall, in deinem Froster zu Hause, haben wir große Eiskristalle. Über längere Zeit machen diese Kristalle die Zellwände kaputt und zerstören eigentlich die Struktur von dem Produkt, was ich gerne haben würde. Ja. Und das ist gar nicht gut, weil wir dann auf dem Mund ein ganz raues Gefühl bekommen. Das wollen wir bei unserem Eis nicht. Ja. Deshalb machen wir einen ganz schnellen Gefrierprozess. Dann haben wir ganz viele kleine Eiskristalle. Dann sprengen sie nicht meine Zellwände, sondern ordnen sich dazwischen und da drinnen an und lassen mein Eis im Ganzen. Also im Endeffekt ein cremiges Eis. Also nochmal, damit ich das richtig kapiere. Alles besteht aus Zellen. Genau. Winzig klein, können wir so nicht sehen. Genau. Und wenn ich jetzt langsam einfriere, dann entstehen dabei große Eiskristalle. Genau. Und die machen die Zellen kaputt, was ich dann auch irgendwann schmecken kann. Richtig. Und beim Schockgefrieren entstehen ganz kleine Eiskristalle, die nicht so viel von den Zellen kaputt machen oder gar nichts. Und so kannst du dein Eis halt auch noch nächstes Jahr schön cremig da rausholen. Genau. Kapiert. Aber nicht nur Eis wird schockgefroren, sondern auch viele andere Lebensmittel. Zum Beispiel Spinat. Vom Feld kommt er in eine Tiefkühlfabrik und wird dort unter anderem gewaschen und schockgefroren. Weil dabei ja die Zellen nicht kaputt gehen, bleiben Vitamine und wichtige Inhaltsstoffe erhalten. Dann wird das Gemüse verpackt und landet irgendwann bei uns zu Hause. Ganz wichtig, die Temperatur muss die ganze Zeit gleich bleiben. Wird die Tiefkühlkost zu warm, wird sie im schlimmsten Fall schlecht und ungenießbar. Deswegen sollte Tiefkühlkost immer sofort zu Hause ins Eisfach. Das Schockfrosten schont die Zellen von Lebensmitteln. Geschmack und Vitamine bleiben erhalten. Gecheckt.
Jetzt eine Frage an euch. Warum ist es an den Erdpolen immer kalt? A. Weil die Sonnenstrahlen besonders flach auftreffen? Oder B. Weil die Sonnenstrahlen besonders steil auftreffen? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. So, also ich bin fertig, um jetzt hier richtig unser Eis an den Mann zu bringen. Schönen guten Tag, herangetreten. Tachchen. Hättest du gerne ein Eis? Sehr gerne. So. Danke. Also, schmeckt schon lecker. Findest du? Mhm. Gut gemacht. Bin ich erleichtert. Scheinbar gibt's noch mehr saure Frittenfans. Und klar, zusammen mit Eis, unschlagbar. Du, Lisa, ich glaube, ich kann das hier auch alleine weitermachen. Ja, du machst deinen Job ganz großartig. Super. Vielen Dank, das war ein richtig cooler Tag mit dir. War ein richtig cooler Tag, danke dir. Bis dann. So, wer will denn jetzt Checker-Eis? Du willst eins. Becher oder Waffel? Als nächstes will ich mehr über die Kälte in der Natur rausfinden und checken, warum es eigentlich im Winter kälter ist als im Sommer. Dafür treffe ich jetzt in Oberstdorf Friederike. Sie ist Erdkundelehrerin und eine echte Kälteexpertin. Gemeinsam mit anderen Lehrern und internationalen Wissenschaftlern hat sie 6 Wochen auf einem deutschen Forschungsschiff in der Arktis gelebt. So heißt die Region rund um den Nordpol. Da hat Friederike Forschungsarbeiten zum Klimawandel begleitet und später darüber Unterrichtsmaterialien für Schulen erstellt. Mega cool. Hallo, na? Hallo, Friederike. Hi. Boah, das ist ja fantastisches Wetter. Ich habe hier direkt angefangen, perfekt, Schneemann zu überwachen. Dann hatten wir die gleiche Idee. Na dann, nix wie los. Sieht doch schon ganz gut aus. Noch Arme und einen Schal, damit er nicht friert. Absolut. Super. Richtig zufriedener Schneemann. Für sowas liebe ich ja den Winter, ne? Für so Schnee und Schneemann bauen. Aber erzähl noch mal bitte, warum gibt es denn überhaupt Jahreszeiten? Das hängt eigentlich nur davon ab, wie Erde und Sonne zueinander stehen. Wie die im Weltraum positioniert sind. Genau. Das können wir doch mal nachspielen. Gerne. Ich habe so Modelle. Ja, super. Perfekt. Ich bräuchte mal die Erde, bitte. Einmal die Erde. Die bin ich. Und ich nehme die Sonne. Alles Sonne! Gut. Wow! Also erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Erde nicht senkrecht steht, sondern um 23,5 Grad geneigt ist. Je senkrechter die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, desto wärmer das heißt ist es ne? einfach. Genau. Am Äquator, dem Gürtel unserer Erde, treffen die Sonnenstrahlen relativ gerade auf die Erdoberfläche. Und deshalb ist es das ganze Jahr über ziemlich warm. Ja. Aber je weiter man Richtung Nordpol oder Südpol wandert, desto flacher ist quasi der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen. Und dementsprechend schwächer ist auch die Energie, die dort auf die Erdoberfläche trifft. Verstehe. Also wird es kälter. Außerdem dreht sich ja die Erde innerhalb eines Jahres einmal um die gesamte Sonne. Richtig. Und so entstehen die Jahreszeiten. Aha. Das zeige ich dir mal. Also, wir fangen hier an und nehmen mal an, dass wir jetzt in Deutschland den Sommer haben. Weil die Erde gerade Richtung Sonne guckt, da wo Deutschland ist. Richtig. Und die Sonnenstrahlen relativ stark auf Deutschland treffen. Mhm. Okay, und im nächsten Vierteljahr dreht sich die Erde jetzt um die Sonne, bis langsam der Herbst beginnt. Und richtig gut kann man es jetzt sehen, wenn ich noch mal ein Vierteljahr weitergehe. Also jetzt ist in Deutschland Winter. Weil die Hälfte der Erde, die Nordhalbkugel, wo Deutschland drauf liegt, ist gerade eher von der Sonne weggeneigt. Richtig, genau. Dafür kriegt die Südhalbkugel ganz schön viel Sonne ab. Und zum Beispiel in Australien ist dann Sommer, wenn hier Winter ist. Und wenn du eben noch mal weitergehst, dann wird es irgendwann wieder Sommer. Dann bin ich wieder da, wo ich am Anfang war, im Sommer. Das heißt, wir haben Jahreszeiten, weil die Erde um die Sonne kreist und aber eben vor allem, weil die Erde geneigt ist. Genau. Okay, das habe ich kapiert. Für uns geht's jetzt weiter nach oben, auf 2000 Meter Höhe. Denn da ist der perfekte Ort für meine zweite Checker-Frage. Warum ist es in der Höhe kalt? Oh, der Knaller hier oben. Richtig schön. Aber auch echt deutlich kälter, ne? Und ich frage mich, warum das so ist, weil wenn man mal logisch überlegt, eigentlich gehen wir ja der Sonne entgegen. Es hat was mit der Luft zu tun. Mhm. Luft besteht aus unendlich vielen kleinen Teilchen. Die nennt man auch Moleküle. Ja. Die kannst du nicht sehen, aber die existieren überall. Und die werden von der Erdanziehung angezogen. Durch die Schwerkraft sinken die alle Richtung Erdoberfläche und da sammeln die sich besonders dicht. Okay, warte mal kurz. Erdanziehungskraft, das ist einfach das, was macht, dass alles auf der Erde runterfällt, ne? Genau. Wenn wir jetzt im Weltraum wären, da ist keine Erdanziehungskraft, Schwerelosigkeit, würde der Schnee jetzt anfangen zu fliegen? Richtig. Erdanziehungskraft
fällt auf den Boden. Genauso auch die Teilchen. Ja. Und je weiter wir den Berg hinauflaufen oder fahren, desto weniger Teilchen haben wir in der Luft. Aber was hat das mit der Temperatur zu tun? Diese kleinen Teilchen, diese Moleküle, können die Energie der Sonne aufnehmen und speichern. Und je mehr wir auf einer Fläche haben von diesen Teilchen, desto mehr Energie kann aufgenommen werden. Okay, das heißt, die Sonne schickt mit ihren Sonnenstrahlen die Wärme Richtung Erde. Und wenn da unten im Tal ganz viele von diesen kleinen Molekülmännchen stehen und die haben zwei Hände voll und können sie voll machen mit Wärme, dann ist ja klar, wenn da mehr Männchen sind, die Wärme in der Hand halten können als hier oben, dann ist da unten auch mehr Wärme da. Luftmoleküle können Wärme aufnehmen. Durch die Schwerkraft sammeln sich mehr Luftmoleküle im Tal als in der Höhe. Gecheckt. Was ich ja auch im Winter liebe, Schlittenfahren. Wochenlang aber nur Eis und Schnee, das wäre nix für mich. Friederike hat das Leben im Eis ja schon mal getestet. Du hast doch auch schon mal so eine Polarexpedition gemacht, oder? Ja, ich war in der Arktis auf einer Forschungsexpedition auf einem riesigen Forschungsschiff. Soll ich dir mal zeigen, wo genau? Dafür bräuchten wir eine Karte, bitte. Ah, super. Die Arktis, hier oben, dieser Ozean, liegt einen Großteil des Jahres unter dickem Eis. Okay. Das ist jetzt hier nicht eingezeichnet, weil das ja nur die Kontinente zeigt. Und die Arktis ist kein Kontinent hier oben. Dann lass uns doch die Arktis einfach mal markieren. Mhm, gib mal bitte das Schild. Arktis. Das Eis der Arktis erscheint uns unendlich weit. Doch es wird Jahr für Jahr immer weniger. Schuld daran ist der Klimawandel, der dafür sorgt, dass das Eis an den Erdpolen schmilzt. Und das ist ein echtes Problem. Der Meeresspiegel steigt und vor allem Küstengebiete sind von Überschwemmungen bedroht. Die Forscher, mit denen Friederike unterwegs war, untersuchen und kontrollieren deswegen das Eis ganz genau. Und das bei einer Eiseskälte. Wie kalt war es und wie hast du es ausgehalten? Es war ungefähr minus 25 Grad kalt, als ich auch auf dem Eis gearbeitet habe. Ich habe teilweise 3 Handschuhe übereinander angezogen. Echt? Was war so das Coolste, was du erlebt hast? Also ich fand die Fahrt total aufregend, das erste Eis zu sehen und dann irgendwann Eisbären ganz, ganz nah am Schiff zu sehen. Das war, glaube ich, das Allerbeeindruckendste. Eisbären waren da? Mhm, ja, eine Mutter und ihr Kind. Und guckt mal, Friederike hat sie sogar gefilmt. Mega cool und so niedlich. Und ich habe schon eine super Idee. Danke. Wie wir jetzt nach unten kommen. Nochmal eine Runde Schlitten fahren? Ja, klar. Gerne. Das hat richtig Bock gemacht heute. Danke dir. Ja, fand ich auch. Danke. Und los geht's! Weiter geht's am Lautersee im Süden Bayerns. Im Sommer ist es hier bestimmt herrlich zum Baden. Aber im Winter? Es gibt tatsächlich Menschen, die auch im Winter im See schwimmen gehen. Freiwillig. Und zwar bei so Temperaturen wie heute, wo das Wasser nur so ein bisschen über 0 Grad hat. Manche betreiben es sogar als Extremsportart. Man nennt sie Eisschwimmer. Wer von ihnen an offiziellen Wettkämpfen teilnimmt, darf nur normale Badekleidung tragen. Echt gemein, denn das Wasser muss kälter als 5 Grad sein. Jemanden, der sich das traut, treffe ich jetzt. Eisschwimmerin Ines. Sie ist zweifache Weltmeisterin und bei der längsten Strecke von über 2 Kilometern war sie sogar mal fast 21 Minuten im eiskalten Wasser. Verrückt. Und vielleicht ahnt ihr es schon, ich soll das heute auch ausprobieren. Also ich weiß ja nicht. Hallo Ines. Hi Tobi. Man kann im Winter viele tolle Sportarten machen. Wieso hast du dich dafür entschieden, bei Eiseskälte im See zu schwimmen? Ich bin zum Eisschwimmen gekommen, weil ich früher ganz normal geschwommen bin, im warmen Wasser. Dann gab es bei meiner Oma im Winter im kalten See einen Wettkampf. Da dachte ich mir, probiere ich auch mal aus. Und ich sag dir, das Gefühl, wenn du aus dem kalten See wieder rauskommst, wenn du merkst, dass dir wieder warm wird, gibt kein schöneres Gefühl. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich teste erstmal das Wasser vom Rand aus und dann überlege ich mir das nochmal. Das ist so kalt. Oh Mann, das fängt an weh zu tun, wenn die Finger ein bisschen drinstecken. Könnte ich mal so ein Wasserthermometer haben, bitte? Danke. So, das kommt hier einfach so rein. Also das hat hier, 2 Grad. Das ist schon sehr kalt. Kalt, aber wärmer als 1 Grad. Mhm. Aber auch wiederum kälter als so angenehme Temperaturen. Wer in so eiskaltes Wasser will, muss topfit sein. Deswegen lasse ich mich gleich von Ärztin Anja untersuchen. Und mit ihr kläre ich auch meine letzte Checkerfrage. Wie reagiert unser Körper auf Kälte? Hallo. Hallöchen. Hallo. Tobi. Hallo, ich bin die Anja. Freut mich. Du bist doch Ärztin. Genau. Genau. Ines will mich ja mitnehmen in das eiskalte Wasser da draußen. Ich habe schon gehört. Ja, und ich finde, das ist eine verrückte Idee. Und jetzt möchte ich von dir wissen,
Was kann denn Kälte mit so einem Körper machen? Was passiert denn dann? Kälte kann eine Gefahr für den Körper darstellen und der Körper hat da unterschiedliche Schutzmechanismen. Mhm. Das vorrangig zu nennen, unser warmes Blut, das sich dann eben in unsere Körpermitte konzentriert, um unsere lebenswichtigen Organe, das sind Herz, Lungen, Nieren, Leber und Gehirn, zu schützen. Und weil unser Blut in unsere Körpermitte fließt, werden unsere Füße, Ohren und unsere Nase immer zuerst kalt. Unsere normale Körpertemperatur liegt übrigens meist zwischen 36 und 37 Grad Celsius. Sinkt sie unter 35 Grad, führt das zu einer Unterkühlung. Dann fließt das Blut nicht mehr so gut durch den Körper und die wichtigen Organe können nicht mehr richtig arbeiten. Ab einer Temperatur von unter 32 Grad kann es passieren, dass wir uns nicht mehr richtig bewegen und kaum mehr sprechen können. Im schlimmsten Fall setzen unsere Organe sogar ganz aus. Dann wird's echt gefährlich. Ob Ines sowas auch schon mal passiert ist? Je länger ich im Wasser bin, desto schwerer fällt mir das Reden. Das stimmt. Man kann seine Hände nicht mehr richtig bewegen, die Füße, man spürt sie nicht mehr. Aber das machen wir heute nicht. Okay. Echt heftig, was zu viel Kälte mit unserem Körper anstellen kann. In kleinen Mengen kann uns Kälte aber auch helfen. Zum Beispiel, wenn wir uns stoßen. Ein Eisbeutel sorgt dann dafür, dass das Blut langsamer fließt und reduziert so die Schwellung. Und mit kühlen Wadenwickeln lässt sich sogar Fieber senken. Die feuchte Kälte verdunstet auf der warmen Haut und entzieht dem Körper dabei Wärme. Funktioniert so ähnlich wie beim Kühlschrank. Zu viel Kälte kann unserem Körper schaden. In kleinen Mengen kann Kälte aber auch Verletzungen lindern. Gecheckt. So Leute, ich soll ja jetzt gleich ins eiskalte Wasser. Ob ich gesund bin und überhaupt ins Wasser darf, untersucht Anja jetzt. Na, Temperatur passt schon mal. Außerdem werden mein Herz und meine Lunge abgehört. Und Anja misst, ob genug Sauerstoff über die Lunge ins Blut gelangt. Du kannst ins Wasser. Okay. Jetzt ist es soweit. Oh Mann, dabei ist mir ja so schon zu kalt. Oh Gott. Oh Gott. Du musst vorgehen. Du bist schon drin, die ist schon drin. Ich raste aus. Oh Mann, soll ich das echt machen? Und wie ist es? Nee, ich überleg's mir nochmal. Wie im Leben. Tobi, los, komm! Nie im Leben! Gott, Gott! Ich geh kurz drüber nachdenken. Für euch jetzt erstmal die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, warum ist es an den Erdpolen immer kalt? A, weil die Sonnenstrahlen besonders flach auftreffen? Oder B, weil die Sonnenstrahlen besonders steil auftreffen? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. An den Erdpolen treffen die Sonnenstrahlen das ganze Jahr über besonders flach auf die Erde. Das heißt, die Wärme, die dort ankommt, ist sehr gering und es bleibt kalt. Richtig ist also Antwort A. Drückt mir die Daumen. Okay, Leute, ich versuch's nochmal. Puh, das ist aber wirklich sehr kalt. Oh! Macht's gut! Ciao. Bis zum nächsten Mal! Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi,